Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ihr mögt die Top 5 Serien. Hier ganz einfach zusammengefasst mal eine komplette Serie, die Top 5 Tipps für den Bizeps. Dabei geht es generell um die besten Erfahrungswerte für jeden einzelnen Muskelgruppe, wie man diese am besten aufbaut. Vielleicht erfahrt ihr hier ein paar neue Tricks, vielleicht kennt ihr sie schon. Macht es zu einer Hakenliste, vergleicht es mit dem, was ihr tut und probiert vielleicht mal was Neues aus. Und damit kommen wir auch direkt zu Tipp Nummer 1. Versucht mal, das Gewicht im obersten Punkt zu halten. Das gilt nicht für jede Muskelgruppe, denn die sind ganz unterschiedlich da. Beim Bankdrücken zum Beispiel ist da eine Entlastung und da solltet ihr es nicht tun. Beim Bizeps hervorragend. Wenn ihr also die Übung macht, anhebt, haltet das mal für eine Sekunde hier ganz bewusst. Gerade am Anfang, wenn ihr das noch nicht viel gemacht habt, zählt bewusst meinetwegen 2 Sekunden ab. 21, 22. Und was ihr in der Zeit macht, nicht nur einfach halten, versucht mal, euren Bizeps so stark wie möglich anzuspannen. Also nochmal alles geben. Als würdet ihr in dem Moment ihn aus Eisen, aus Bronze machen wollen. Er muss so knallhart sein, dass man einfach nichts mehr von Haut spürt. Hoch, einmal richtig anspannen, langsam runter. Ihr habt das Anspannen gar nicht gesehen bei dem T-Shirt. Hoch, 21, 22, langsam runter. Das ist Tipp Nummer 1. Wer es noch nicht ausprobiert hat, macht das mal. Es kann sein, dass das die Revolution eures Bizeps-Trainings ist. Tipp Nummer 2. Versucht euch mal vorzustellen, dass ihr mit den Ellbogen, mit der Armbeuge entgegenkommt und sie durchstreckt. Und mit durchstrecken meine ich nicht nur bis zur Streckung, sondern als würdet ihr den Arm nun mit dem Gelenk in die andere Richtung bewegen sollen, dass so eine Spitze entsteht. Das kann natürlich nicht passieren. Versucht es euch mal so vorzustellen. Mit dieser schönen Ader hier oben drauf richtig entgegenkommen. Diese Streckung sorgt dafür, dass ihr natürlich eine größere Range of Motion habt, wirklich das Ganze groß durchstreckt. Und gerade bei Maschinen ist es der Game Changer. Habe ich erst vor kurzem gelernt, als ich jemanden, der eine Maschine für schlecht gehalten hat, mal den Tipp gegeben habe. Und siehe da, danach fand er diese Maschine super. Hätte ich gar nicht gedacht, aber der Tipp war's. Beispielsweise bei so einer Maschine hier, nicht einfach nur zurück, sondern wirklich einmal richtig durchstrecken und dann erst wieder dran ziehen. Eigentlich ist es nicht die optimale Maschine, um das zu zeigen. Ich zeige es nochmal von der Seite. So, hier sind wir wieder mit der Langhantel. Auch diese einmal durchstrecken. Wirklich richtig den Ellbogen nach innen pressen und dann hoch. Durchstrecken und nach oben. Ja, das ist jetzt ein bisschen extrem gezeigt, auch mit den Schultern nach vorne. Aber es geht darum, dass ihr hiermit wirklich nach vorne kommt. Probiert es mal aus. Macht Spaß. Der nächste Tipp, der wirklich einen großen Unterschied macht, vor allem, weil man nicht mehr ganz so viel Gewicht braucht. Und zwar, wenn ihr es möglichst sauber machen wollt, haltet mal den Oberarm immer gerade. Der bleibt fest angewurzelt, gerne am Körper angewurzelt und bewegt sich kein Zentimeter. Jetzt erstmal falsch, was die meisten machen und was ich damit meine ist, sie machen den Bizeps-Curl und seht ihr, hier kommen sie nach vorne. Der Ellbogen bewegt sich um gut 10 cm nach vorne. Hier geht's nach vorne und die Schultern arbeiten ein bisschen mit. Das wollen wir in diesem Fall nicht. Genauso wenig wollen wir, dass ihr hier nach hinten geht. Muss auch nicht sein, obwohl das schon keine schlechte Technik ist. Aber lasst mal den Oberarm, wo er ist, und nur der Unterarm geht nach oben. Halten, haben wir gerade gelernt, Nummer 1. Und wieder runter, wie eine Maschine. Durchstrecken, halten, runter. Der Oberarm hat damit nichts zu tun, mit der Bewegung. Der soll nur wachsen. Und wir bleiben direkt an Ort und Stelle für den 4. Tipp. Wenn ihr euer Armtraining, euer Bizepstraining gestaltet, dann achtet darauf, dass ihr in den verschiedenen Übungen, die ihr dafür macht, verschiedene Oberarmstellungen habt. Denn das unterscheidet tatsächlich letzten Endes all die Bizepsübungen. Es gibt noch eine zweite Sache, die sie unterscheidet, und das ist vor allem die Handstellung, die ihr dabei habt. Die dritte wäre nur noch eine Randsache, nämlich ob ihr das Ganze unilateral oder bilateral macht, sprich eine Hantel in der Hand habt oder eben zwei unterschiedliche. Das ist aber weniger individuell als die ersten beiden Punkte. Die Oberarmstellung macht es wirklich zu einer anderen Übung. Heißt also, wenn ihr die typischen obligatorischen 3 Übungen habt, drei Sätze, dann macht das mit 3 verschiedenen Oberarmstellungen zum Oberkörper. Das meine ich mit Oberarmstellung. Wo der Oberarm ist, mit dem Körper entlang, hinter dem Körper oder vor dem Körper. Typische Übung dafür, am Körper entlang, das ganz Normale, was ich euch gerade gezeigt habe. Die Bizeps-Curls gehen hoch. Egal, ob mit einer SZ-Stange, ob am Kabel oder hier mit den Kurzhanteln. Der Oberarm
ist in einer Linie mit dem Körper. Anders hingegen, hätte ich auch mal vorher vorbereiten können, wenn ich Schrägbank-Curls mache, hier ist der Oberarm, ihr werdet es erraten, hinter dem Körper. Und ihr geht hier hoch. Auch da bewegt er sich wieder nicht mit, ganz nebenbei. Aber hier, seht ihr, ist er hinter dem Körper. Das könnt ihr natürlich auch an einem Kabel machen, wenn ihr von hier hinten zieht und dergleichen. Aber der Oberarm ist dahinter. Und jetzt kommt der Klassiker, um den Oberarm vor den Körper zu halten. Und das ist selbstverständlich die Scott Curl Maschine. Natürlich geht das auch bei allen anderen. Wenn ihr an einem Kabelturm seid und von vorne zieht, geht das natürlich auch. Aber das hier, wie gesagt, ist der Klassiker, dass ihr hier eindeutig seht, der Oberarm befindet sich vor dem Körper. Bringt diese drei Variationen rein. Und wenn ihr sagt, okay, eigentlich mache ich aber keine 9 Sätze, sondern nur 6 Sätze, also 2 Übungen, versucht es doch mal zumindest in den 2 Übungen Variationen reinzubringen. Oder ihr macht 3 Variationen rein und macht nur 2 Sätze pro Übung. Kann man alles mal ausprobieren, aber das ist ein komplettes Bizeps-Training. Wer ansonsten mehr zum Bizeps-Training und all den Variationen erfahren möchte, der schaut sich das mal beim Armbooster an. Da ist alles dazu gesagt. Und der nächste wirklich wichtige Tipp ist ein Don't Do. Nicht zu hohe Gewichte. Armtraining generell braucht normalerweise keine hohen Gewichte. Die können sehr schädlich für die Gelenke sein, sorgen nicht unbedingt dafür, dass ihr größeren Muskelwachstum habt und können euch allerlei Probleme bescheren. Wozu? Meistens habt ihr das schon mit dem anderen großen Muskel abgedeckt, Rückentraining. Da muss der Bizeps echt schwere Gewichte bewegen. Das braucht ihr also nicht beim Isolationstraining. Heißt auch nicht, ihr macht 30 Wiederholungen. Aber kommt von diesen schweren, ich schaffe 3 Wiederholungen mit den SZ-Curls runter, wenn ihr es nicht gerade als sportliche Leistung ansieht. So, das waren Top 5 Tipps. Aber ich habe noch einen Bonustipp für euch, den ich schon bereits angesprochen habe und der auch im Armbooster ist. Wie gesagt, da alles Ausführliche dazu. Wer mal eine komplette Neuauflage haben möchte, wie man sein Bizeps-Programm am besten gestaltet, schreibt es in die Kommentare. Umso mehr dann darin steht und geliked wird, dann kann ich mal wieder ein extra Video dazu machen, obwohl es im Armbooster schon drin ist. Der Tipp ist die zweite große Stellschraube für die unterschiedliche Übungsgestaltung beim Bizeps. Wir haben gelernt, die erste ist, wo befindet sich der Oberarm? Seitlich, hinterm Körper oder vor dem Körper? Die zweite, wer kann sich erinnern, die Handgelenkstellung. Habe ich das in einer ordentlichen Supination, also dass das Handgelenk sich so dreht, dass meine Handflächen nach oben zeigen? Oder in einer maximalen Pronation, dass meine Handflächen nach unten zeigen? Auch so kann ich natürlich Bizeps-Curls machen. Oder sehr beliebt im Hammergriff. Oder dann eben der normale Curl bei einer Langhantel, wo ich komplett die Handflächen nach oben habe. Das macht einen großen Unterschied aus. Hier aber der kleine Tipp. Die Variation sollte vor allem nach der Verletzungsgefahr und dem Gesundheits- und Wohlbefinden gerichtet werden. Denn es nützt euch alles nichts, wenn man sagt, oh, so könnt ihr richtig gut aufbauen, wenn dadurch eure Handgelenke kaputt geht. So wie meine. Ich bin da sehr empfindlich und deswegen Tipp, achtet eher darauf, eine natürliche Handstellung zu haben. Deswegen nur als Zusatztipp, dass das noch einen Unterschied ausmacht. Wem diese Videoreihe so gefällt, Daumen nach oben, schreibt eure Kommentare rein, was ihr vielleicht noch für Tipps habt und ergänzt das Ganze. Und ansonsten abonniert den Kanal, verpasst dadurch nicht die anderen Videos, die noch kommen werden für Trizeps, Rücken, Brust, Beine. Und wer mehr zum Bizeps-Training und zum Armtraining sehen möchte, direkt hier weiter gucken. Da bekommt ihr noch mehr über die dicken Arme zu sehen. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.